Wie schmeckt dir das? Dumm. Willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U. Weiter geht's in Superstar Boulevard. Level 5. Unvernunft im Sumpf. Es müssen nur noch 5 Level in dem Spiel fehlen. Was ist jetzt unvernünftig? Sowas, weil es hier Scrolling ist. Ich bleib lieber mal hier oben. Kann man da irgendwie rein? Nein, kann man nicht. Okay, hier braucht man wohl offensichtlich Tanuki. Okay, das Spiel sagt uns, wir sollten Walljumps machen. Schon mal nachgucken, ich hab's noch in den. Bitte lass da nichts gewesen sein, no one-ups, bitte. Okay. Das hier? Excuse me? Wozu dient denn da die Ranke? Und schon mit dem Tanuki funktioniert teils nicht. Das ist sogar hinderlich, weil das mit dem Festbappen vollkommen willkürlich ist. Okay. Was? Das ist Ende. First try. Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt hier die Parts splitten werde, die letzten 5 Level, oder ob ich die jetzt alle so schaffe. Brennende Klippen. Schon mal interessant. Theoretisch eine Ranke sein können. Da sehe ich doch eine Einkerbung. Wollt ihr mich? Okay, da habe ich noch keine Strategie. Wieder anders getimed. Wie gemein.
habe ich nicht nachgedacht. Da sehe ich doch auch noch was. Hier muss man schnell sein. Okay, das geht ja noch. Wieder raus, ohne sich treffen zu lassen, auch nochmal interessant. Wo habe ich hier einen Safe Spot? So. Hilfe. Ah, schade, das ist definitiv kein Safe Spot. Oh Gott. Ja, lass es zu Ende sein, bitte. Bitte. Für das Wunder interessiere ich mich nicht. Aber auch wieder First Try. Mit den ganzen Star Coins. Oh nein, nicht Lucky Two. Nein. 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 Lucky Two Level sind schlimm. Oh, das war knapp. Ich hatte wieder irgendeinen unsichtbaren Block, hatte ich noch in Erinnerung. Oh mein Gott. Oh, das war fies. Hörst du mal die Kacke an? Dann will ich hier in die Starcoin rankommen. Hier brauchst du wohl eine Lucky Two Wolke. Wir sind jetzt alle abgehauen. Ja, das muss ich nochmal machen, das Level. Muss noch irgendwie eine Lucky Two Wolke stehlen. Mit dir. Hey, Münzen. Das ist ein bisschen uff. Ah, jetzt kommen die Fails. Jetzt kommen sicherlich die Fails. Denn es ist immer so. Hier schon theoretisch ins Kampan kann. Da kann ich. Ich mal die frische Wolke.
Zeit verschwinden die. Was, da unten ist es nicht? Nein, ich bin schon zu weit. Uff, 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 uff. Okay, ich kann es auch schaffen. Die hauen dann direkt ab. Ich bin zu weit geflogen, wie bitter. Auch die Level muss ich leider nochmal machen. Es ist immer noch dasselbe Level, fällt mir gerade so ein. Die Formulierung hat einfach keinen Sinn gemacht. Da gab es eben noch einen Pilz. Wenn ich schon Pilz habe, gibt es einfach gar nichts, oder was? Was ist denn für ein asozialer Block? Was? Das ist hier mit dem Wolkenkapern ein bisschen schwieriger, aber nicht unmöglich. Das ist auch schon, oder? Nee. Nein, verdammt. Das ist jetzt sehr ungünstig. Da sind zu viele Spines und die Lucky Tips sind zu hoch. Das wird nix. Ich glaube nicht, dass ich es noch retten kann. Flog ein bisschen komisch. Uff. Nein! Ach, kommt man. Dann. Ja, zwei auf einmal. Nee. Oder nee, ich bin nicht, kann ich. Oder? Oder? Jetzt nicht gesnipert werden, nicht gesnipert werden. Verpisst euch. Bin ich jetzt hier nur bei der 200 gelandet? Ja, ich hab's geschafft. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich das noch irgendwie hinkriege. Ich dachte, die Plattform wäre zu niedrig. Aber irgendwie ging's dann doch noch. Ein weiterer nutzloser Stern. Dich habe ich benötigt. So, Superstar Boulevard 8 Mysterium der Morgensternfestung. Das ist wohl das schwerste Level im Spiel. Definitiv das schwerste Level. Ich werde es versuchen, ohne Pops aus dem Inventar zu schaffen. Es wäre halt schon episch, wenn ich es schaffen würde.
dann nicht auf diesen Donutblöcken zu lange stehen. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Ich habe ja noch ein paar Starcoins einzusammeln, die ebenfalls nicht Weißt du, was ich immer vergesse? Der Spin-Jump in diesem Spiel funktioniert anders als Mario Maker. Das klingt so total bescheuert, aber wenn man hier einen Spin-Jump macht, dann ist das viel höher als Mario Maker. Mario Maker kann man wirklich einen sehr niedrigen Spin-Jump machen. Hier nicht. Nein. Ja, das Problem ist, ich konnte jetzt nicht einfach zurück zur Plattform, weil er dieser eine Stachelgegner war. Also war meine Idee, da jetzt so einen Walljump zu machen, aber der hat nicht hingehauen. So wie Nein, das ist runtergekracht und ich konnte nicht mehr schnell genug reagieren. Ich wollte immer da abwechselnd, aber. Das Problem an diesen Stachelbällen ist halt auch, du kannst auch nicht die Stange berühren. Ich glaube, bei diesem Level ist es einfach wichtig, das ganz oft zu spielen und dann halt so. Halt da eine Strategie zu überlegen. Statt der sich zu bewegen, wie fies. Okay, man kann dann so. Das funktioniert. Als ob da was versteckt war. Was? Was? Ach so. Ich habe mich schon gewundert, wie das hier möglich sein soll. Schalter kommt wieder. Ist hier safe? Ja, hier ist safe. Bitte sei zu Ende, liebes Level. Sei zu Ende. Habe Gnade. Jawoll. Okay, so schlimm war das Level doch nicht, wie ich es in Erinnerung hatte. Hier ist das letzte Bonus-Level. Das letzte Level steht zur Verfügung. Du hast den vierten Stern erhalten. Ich weiß nicht, ob man dafür die anderen 8 schaffen muss. Mit oder ohne Starpoint. Das ist halt die Frage. Und das letzte Level ist eigentlich nur just for fun. Das ist einfach ein Panzer, der halt einfach alles kaputt macht. Dann kann man so an die wunderschönen One-Ups ran.
Platz Noah. Okay. Danke, bleibt Platz Noah. Wie komme ich jetzt an die Starcoins ran? Nein, das war falsch. Da hätte ich diesen Schalter aktivieren müssen. Der Ballschalter funktioniert nicht in New Super Mario Bros. U, so verdammter Kacke. Ich guck mir an, das Level sonst noch so aufgebaut ist. Okay. Und wenn da unten auch ein Panzer dann diesen Block hier aktiviert. Oder man macht es einfach so, wie ich es getan habe. So funktioniert es auch, denke ich. Gut. Fehlt nur noch ein einziges Starcoin. Dann haben wir das Spiel komplettiert. Oh mein Gott! Das war Zufall. Was? Nein, ich bin so ein Vollidiot. Was wollte ich überhaupt damit erreichen, dass ich ihn jetzt das werfe? Ist aber keine Power-Ups. Will ich auch nochmal anmerken. Wo brauchte ich denn einen Koopa? Ich glaube hier. Ich wollte ihn nicht aktivieren. Ich wollte wirklich auch nicht aktivieren. Nein! Verwachte mal. Aber wäre ich groß, dann könnte ich da eine Stampfattacke machen. Wie ich dann durch diesen Block da durchsneaken. Das geht. Zumindest geht es im Mario Maker. Und dann da die Münzen sammeln und dann nochmal ein P-Switch aktivieren. Um dann halt die anderen Münzen einzusammeln. Dann die anderen Pitblöcke werden dann auch zu Münzen, wenn der P-Switch mal aus ist. Und wenn das so funktioniert, wie ich denke, müsste man dann auch so die Starcoin erreichen können ohne den Koopa-Panzer. Aber wie gesagt, das geht nur, wenn man groß ist. Hier gibt es keine Power-Ups und ich will mir auch keine Power-Ups aus dem Inventar ziehen. So wird's gemacht. Und so soll man auch an die dritte Starcoin kommen, wenn man halt regulär. Aber ich hab's ja bewiesen, man kann es auch mit ein paar guten Walljumps auch schaffen. Du hast alle Sternmünzen gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Du hast den Abenteuermodus abgeschlossen. Super, dir wurde der 5. Stern verliehen. Jetzt kannst du jedes Toadhaus beliebig oft besuchen. Dann speichern wir das mal schön ab. Gucken uns jetzt hier noch mal hier alles an. Also jetzt auch wirklich zum Beweis, dass ich alles gemacht habe, auch jeden einzelnen Secret Exit. Gehen wir nochmal zum Hauptmenü zurück und da seht ihr auch, dass die Flagge da 94 zeigt. Das ist die Maximalanzahl der Level. Nun, ich sag mal so, durch sind wir noch nicht. Es gäbe zwar theoretisch noch hier Herausforderungen, Schnellspiele, Münzenjagd, aber ganz ehrlich, die extra Modus, die schenke ich mir jetzt mal wirklich. Ich habe jetzt den Abenteuermodus 100%, den Mii-Modus
ja, den könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Also da werde ich keine Videos machen, zumindest da keine geplant. Und weiter geht's mit einem anderen Projekt. Was es ist, verrate ich noch nicht. Das werdet ihr dann sehen. Dann sage ich aber auch an der Stelle, vielen Dank fürs Anschauen und ciao, Leute! Wie schmeckt ihr?